Neuer Tag, neue Abenteuer erwarten uns. Wir waren gestern schon in Ulaanbaatar, ein bisschen in der Stadt unterwegs. Aber, tja, die Stadt ist jetzt okay. Ja, wir haben nicht so viel gefunden, was uns jetzt umgehauen hat. Ja, viele Statuen von Genghis Khan, ja. Überall, ja. Also wir werden vielleicht noch mal ein bisschen gucken, wenn wir wiederkommen. Aber jetzt fahren wir erstmal in einen weiteren Nationalpark, nämlich in den Hustai-Nationalpark. Mhm. Und das ist einer der letzten Orte auf der Welt, an dem es noch Wildpferde gibt. Richtige und Wildpferde. Ja, die wollen wir suchen. Ja, mal sehen. Hoffentlich sehen wir die. Ja. Nach 2,5 Stunden sind wir jetzt hier in dem Nationalpark angekommen. Ja, wir sind im Hustai-Nationalpark. Und haben uns ein bisschen darüber informiert. Und es ist echt krass, was für eine riesen Biosphäre das ist. Ja. Es gibt hier so viele verschiedene Pflanzen, Tiere, Vögel. Also es gibt 200 Vogelarten, es gibt 50 Säugetierarten. Ja. Zum Beispiel Luchse, Wölfe, Füchse. Wildkatzen, ganz viele Rehe. Ja. Und dann gibt es so eine Hamsterviecher, die haben wir schon rumlaufen sehen auf dem Weg. Aber das Besondere sind die Wildpferde und die heißen hier auf Mongolisch Taki. Genau. Und das ist eigentlich jetzt hier das Highlight, weil die Mongolen sind sehr, sehr stolz darauf, dass es die hier quasi wieder gibt und existieren. Und ja, das ist nämlich ganz verrückt, weil es sind wirklich reine Wildpferde. Also die können sich auch nicht kreuzen mit den normalen Pferden. Nee, die waren niemals domestiziert, sondern immer haben wir in der Wildnis gelebt. Ja. Wir hoffen, wir können die jetzt sehen. Und sie haben gesagt, im Frühling sieht man sie eher als im Sommer. Und jetzt ist ja gerade Frühling, also hoffen wir das Beste, die wirklich zu sehen. Ja, wir begeben uns jetzt auf die Suche. Wir haben schon ein paar Rehe und Mammuts gesehen, aber jetzt haben wir die Pferde entdeckt. Guck mal, wie viele da sind. Thank you.
das nicht krass? Sie sind direkt hinter uns, also direkt ein bisschen weiter weg, aber dass wir die jetzt gleich gesehen haben und schon so viele Tiere gesehen haben, obwohl wir vielleicht gefühlt eine halbe Stunde erst hier in dem Nationalpark sind. Und es ist windig. Es ist sehr windig. Aber mega beeindruckend. Wahnsinn. Ja. Wahnsinnslandschaft. Also das sind keine Wildpferde mehr. Die gehören einer mongolischen Nomadenfamilie, die jetzt gerade noch in ihrem Winterquartier mitten im Nationalpark lebt. Und die lebt noch ganz traditionell in den mongolischen Zelten, die man Jurte nennt. Und wir werden die Nacht hier bleiben. Und ja, es ist ganz spannend, das hier alles so zu sehen. Und wir wollen euch das jetzt mal hier zeigen, wie das hier so aussieht. Herzlich willkommen in unserem Zelt. So, wir werden jetzt mit den Pferden hier hinter uns gleich reiten gehen. Ich habe ein bisschen Schiss, um ehrlich zu sein, denn das sind so halb wilde Pferde. Die wurden zwar schon mal trainiert zum Reiten, aber die wurden extra heute eingefangen, damit wir jetzt auf den reiten können. Und ich war noch nicht so oft auf einem Pferderücken, also mal schauen, wie ich es hinkriege. Emily ist ja eine erfahrene Reiterin. Geführt. Ganz ungewohntes Gefühl. Das war richtig, richtig cool. Ja, cooler Ausritt. Jetzt haben wir auch ein paar Ziegen und Schafe getrieben. Ja, ein krasses Erlebnis. Wir haben uns wie richtige Nomaden gefühlt. Aber es ist jetzt ganz schön kalt. Also wir sind ganz schön abgekühlt. Und vor allem die Nase. Ja, deswegen werden wir jetzt reingehen in die Jurte, uns aufwärmen und zuschauen, wie das Essen gemacht wird. Ja, und dann einfach den Abend ausklingen lassen. Genau. And now I show you how to make it. Okay. Gut, du musst schwimmen. Ja, kurz, komm, sollte man. Was machst du da, Emily?
Boots, also eine Art Dumplings. Die nennen die aber Boots in der Mongolei. Nichts da drauf. Naja, sieht noch nicht ganz so aus. Looks like kosher. So soll es eigentlich aussehen. Alte Nuster, ne? Is it? You know? Yeah. Like a fried dumpling. Yeah. Yeah. This one looks like kosher. Meine. Now we try different one. Okay. Gereza hala chisi mi chok, nji chike. Okay, bevor mein Arm abfriert, wollen wir euch kurz erzählen, wie die Nacht war. Wie hast du geschlafen, Finn? Naja, ganz gut, ganz schön windig. Also ich bin ständig aufgewacht, wegen dem Wind. Also ansonsten habe ich auch sehr gut geschlafen, aber der Wind war so laut und doll die Nacht. Zum Glück sind die Jorte so stabil gebaut, dass die sich wegfliegen. Und sonst sind wir ja eigentlich ganz gut eingehuschelt. Schlafsack und Decke. Aber heute Morgen kam eine... Es ist immer noch morgens. Ja, es ist immer noch, stimmt. Es ist ganz schön früh morgens sogar. Aber gerade eben kam jetzt eine von dem Stamm hier hinein, um uns wieder neues Feuer zu machen. Und als sie die Tür geöffnet hat, ja, was denn? Seht selbst. Bist du bereit? Ja, los geht's. Huh, warm angezogen. Okay. Unser Ausblick heute Morgen. Schnee! Schnee! Ich dachte, wir sehen erst Schnee wieder, wenn wir zu Hause sind. Boah, jetzt ist Schnee. Oh Gott, der Wind nimmt die Luft aus meinem Mund raus. Eingeschneit. Alter Schwede. Gestern waren es noch 21 Grad und heute sind es minus 3. Darauf waren wir nicht eingestellt. Ja, die feiern hier genau wie in Indien mit getrocknetem Kudung. Das ist irgendwie nicht so richtig. Es gibt nichts Besseres, als bei so einem Wetter in eine schöne vorgeheizte Hütte reinzukommen. Oh ja, das ist richtig, richtig schön. Angenehm. Und es ist voll krass, dass wir das jetzt miterleben konnten mit dem Schnee. Also das war nicht unser Plan, weil wir sind nicht so ausgerüstet, aber... Nee, und dieses nomadische Leben und wie die hier mit umgehen, mit diesen widrigen Bedingungen, das überhaupt noch mitzuerleben, das war jetzt mega interessant. Oh ja, ich fand gestern auch diesen Ausritt nochmal so cool, mit dem, als wir die Schafe und Ziegen getrieben haben. Ja. Und oh, das ist so cool, das alles mitzuerleben. Ja, diese ganzen zwei Tage hier waren ein sehr, sehr cooler, interessanter Ausflug. Und wir sind sehr froh, dass wir das miterleben konnten und dass wir in so kurzer Zeit in der Mongolei, die wir eigentlich nur haben, 6 Tage, dass wir jetzt so viel gesehen konnten, hätten wir nicht für möglich gehalten. Wir waren da ein bisschen pessimistisch, aber wir haben jetzt echt einen super Eindruck von der Mongolei erhalten. Sehr, sehr positiv. Ja, einen sehr guten Eindruck. Also es gefällt uns sehr gut. Ja. Auch wenn es hier sehr karg ist.
und kalt gerade. Ja, und man sieht halt immer auf Bildern so die Landschaft und denkt man, oh, das ist aber ganz schön karg, da ist ja gar nichts los. Aber wenn man es live sieht, dann hat es irgendwie doch eine Schönheit. Oh ja. Und das extrem. Haben wir jetzt vor allem hier in dem Nationalpark gesehen. Also es ist eine ganz besondere Schönheit, die dieses Land eigentlich hat. Und wir sind sehr froh, das gesehen zu haben. Definitiv. Ja. Wir bleiben jetzt hier noch ein bisschen in der Familie, bis wir dann heute Nachmittag wieder nach Ulaanbaatar fahren. Und dann dauert es auch schon nicht mehr lang und dann geht es weiter ins nächste Abenteuer für uns.